fantastic. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, Fred. Heute eine ganz besondere Episode, meine Freunde. Wir suchen dich. Wir suchen neue Member und wir haben uns da was ganz Cooles überlegt. Ich werde es jetzt mal erklären, wie es funktioniert. Also, wir haben zwei Clans gegründet, die heißen Membersuche 1 und Membersuche 2. Und diese beiden Clans, ich werde es mal ein bisschen rauszoomen aus meinem Dörfchen, die werden wir heute Abend um Punkt 21 Uhr öffnen. Es sind jeweils drei Leute aus meinem Clan in den beiden Membersuchen-Clans drin. Bedeutet, wir haben 47 Plätze in beiden noch frei und jeder kann rein. Und ich werde es gleich mal erklären, was wir genau suchen, wie ihr teilnehmen könnt und so weiter und so fort. Wir gehen einfach mal in den einen Clan rein. Also, hier ist schon relativ viel los. Ich habe eben mal gefordert. Also, Hopfen und Malz haben die beiden Clans jetzt erstmal gegründet. So, wir gehen mal drauf. Das ist Clan Nummer 1. Hashtag. Ich werde ja auch auf einer. Ich nehme jetzt extra mit dem iPad auf, damit ich das an der Seite einblenden kann. Hashtag RQCY0. Ganz wichtig, 09RJ. Ich weiß, es werden wieder einige Fake-Clans kommen. Merkt euch deswegen ganz genau das Kürzel. Hashtag RQCY09RJ. Membersuche 1. So. Dann der gute alte Greli. Der ist in Membersuche 2. Und dieser Clan hat das Kürzel. Hashtag JLJJ9QUC. Membersuche 1. Membersuche 2. 21 Uhr werden die Clans auf offen für alle gestellt und dann könnt ihr da rein. Es gibt 47 Plätze in beiden Clans, also jeweils 47 Plätze. Und wie funktioniert das dann? Beide Clans machen einen Clankrieg. Achtet also deswegen darauf, dass ihr unbedingt nicht gesperrt seid dafür. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit schon mal jemanden angreifen. Den guten Alter Monitors. Und dann werden wir mal eben gucken, dass ich das noch ein bisschen erkläre, wie es denn jetzt vonstatten geht. Also, wir machen dann einen Clankrieg. Oder beziehungsweise ihr macht einen Clankrieg und dann wird einfach mal geguckt, wer eignet sich dazu, denn quasi mitzumachen bei unserem Clan. Und ich will es auch nochmal ganz kurz wiederholen, was suchen wir denn genau? Was sind unsere Kriterien? Ihr wisst es, wir sind jetzt kein Ultra-Kriegsclan und so weiter. Geistige Reife, Freundlichkeit und Spaß am Spiel sind die absoluten Kriterien, nach denen wir aussuchen. Seid freundlich, habt Spaß am Spiel, habt Respekt gegenüber euren Mitspielern und natürlich auch gegenüber den Gegnern. Und ja, dann werden wir mal sehen, was sich da noch so ergibt. Also, klar, wenn jemand gut im Clankrieg angreifen kann, wenn jemand weiß, was er macht, dann hilft uns das natürlich schon. Das will ich jetzt auf jeden Fall nicht unterschlagen. Denn wir wollen natürlich auch Clankriege gewinnen und wenn jemand auch gut zu uns passt, wenn jemand ein bisschen angreifen kann, wenn er dann noch freundlich ist, das Rathaus ist mir in dem Sinne scheißegal. Ob er jetzt Rathaus 6, 7, 8... Oh nein, er hat den König... Oh ja, krass, den König nicht gezündet. Ob er jetzt Rathaus 6, 7, 8, 9, 10, 11 ist, das ist mir im Grunde furzpiep egal. Wirklich, das könnt ihr mir glauben, ihr wisst es ja. Was mir wirklich wichtig ist, ob jemand denn die geistige Reife besitzt und ob jemand freundlich ist, ob er wirklich Spaß am Spiel hat. Und das werden dann meine Clan-Kollegen werden das dann herausfinden und werden euch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen und herausfinden, ob es denn bei euch der Fall ist oder nicht. Und dann werden wir sehen, was dann so passiert. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich werde vielleicht zwischendurch auch mal vorbeigucken und mal den ein oder anderen mal etwas unter die Lupe nehmen und dann mal schauen. Es wird, glaube ich, auch relativ lustig. Und ich habe auch extra gesagt, Leute, lasst uns keinen FW machen, also keinen Friendly War. Lasst uns einen normalen Krieg machen, damit auch die Leute was davon haben. Ja, denn ich weiß nicht, wie viele von euch genommen werden. Das entscheiden ja meine Clan-Kollegen. Nur... Dann, wenn ihr dann halt nicht genommen werdet, dann habt ihr zumindest noch richtig schön Loot, wenn ihr gewinnt. Hattet ein bisschen Spaß. Wir hatten alle dann zusammen einen schönen Clankrieg. Oder beziehungsweise ihr hattet einen schönen Clankrieg. Und ja, dann lohnt sich das ja auch. Auf jeden Fall. Und ich habe nicht mal 100% geholt jetzt hier. Ist halt, wie gesagt, hat man noch Luft ausgebildet. Wollte noch ein, zwei lustige Angriffe noch machen. Und ich werde es auch gleich auf jeden Fall nochmal zusammenfassen. Und die Hashtags blende ich ja auf jeden Fall an der Seite ein für euch, damit ihr auf jeden Fall da wisst, was auf euch zukommt. Wie gesagt, achtet drauf, dass ihr keine Sperre habt. Ne? Wenn ihr jetzt gerade im Clankrieg seid, dann verlasst euren Clan deswegen bitte nicht. Das wäre jetzt nicht ganz so schnieke. Deswegen, wir wollen dann natürlich auch zeitig starten in beiden Clans mit dem Clankrieg. Und dann werden wir mal sehen.
dann werde ich mir das mal angucken, was sich denn dann da so tut. Vielleicht werde ich auch mit einem Account selber da reingehen, in einen der beiden Clans. Das weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, 47 Plätze sind dann jeweils verfügbar in beiden Clans. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr habt Lust. Ich habe auf jeden Fall Bock. Oh, und das ist so knapp eigentlich hier, ne? Ich hätte es fast noch geschafft. Ah, ärgerlich. 94%. Und wie gesagt, die Hashtags... Oh, wir haben eine Juwelenkiste. Die Hashtags blende ich ein an der Seite. Membersuche 1 und Membersuche 2. In dem ersten Clan ist Iron Man drin. Und in dem zweiten Clan ist der gute alte Greli drin. Genau. Unsere beiden Stellvertreter oder beziehungsweise zwei unserer Stellvertreter sind da drin. Und dann gucken wir mal. So. Ich plane jetzt hier mal was anderes. So. Hehehe, habe ich die kaputt gemacht? Wir gehen nämlich jetzt mal hier von hier oben rein. Es ist, wie gesagt, Luft ist jetzt nicht so meins, ehrlich gesagt. Wir werden mal sehen, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Und wie gesagt, ich versuche es auch mal ein bisschen zusammenzufassen. Wir suchen jetzt keine Dark Looters oder so. Also nicht, wir suchen jetzt keine Weltmeister im Clankrieg oder sowas. Es wäre natürlich cool, wenn ihr das beherrscht. Wenn ihr wisst, was ihr tut. Wenn ihr die Taktiken kennt und so weiter. Aber wie gesagt, Freundlichkeit ist wirklich das A und O. Das Alter ist mir in dem Sinne eigentlich auch kackegal. Das ist ein bisschen wie beim Fußball. Es gibt keine guten und schlechten Spieler. Es gibt gute und alte. Was rede ich denn? Es gibt gute und schlechte Spieler. Aber es gibt in dem Sinn jung und alt. Es gibt auch Leute, die sich mit 40 noch daneben benehmen. Es gibt Leute, die 18 sind und sich daneben benehmen. Es gibt Leute mit 14, die sich gut benehmen. Von daher steht es mir jetzt auch nicht zu, da zu sagen, wir suchen jetzt nur Ü20 oder so. Deswegen benehmt euch, habt Spaß am Spiel, seid freundlich. Und das ist im Grunde der Hauptaspekt. Und ich kann tatsächlich dreimal die Luftabwehr wegsnackeln, oder? Drei Luftabwehr, kriegen wir das hin? Dreimal Luftabwehr, komm, die noch. Nein, so gerade eben nicht, verdammt. Wo hat er denn die Luftfeger? Da hat er die Luftfeger? Okay. Ich bin jetzt echt am Überlegen, von wo wir jetzt vorgehen. Ich würde aber fast schon sagen, von der Seite hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Zack. Den da drauf. Da einen drauf. Ein Eilzauber drauf. Moment, noch nicht. Jetzt. So, jetzt kommt der Wutzauber drauf. Ich weiß gar nicht, ob wir 2 Sterne schaffen. 2 Sterne wären natürlich schon ganz sneaky. Würde mir gefallen. 2 Sterne würden mir natürlich schon gefallen. Wenn wir das hinkriegen. Es wird aber knapp. Es wird nicht reichen. Es wird aber nicht reichen für. Nein. Leider nicht. Ist egal. Ist ja ein bisschen Experimentierphase hier. Ich habe eh nur das Schild. Ich trinke jetzt mal schon Kaffee. Jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit. Mal ein bisschen Kaffee zu trinken. Ja, sie flogen leider nicht ganz so geschickt. Ich versuch's vielleicht. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach nochmal gegen den Vermelo. Die Base reizt mich ja schon so ein bisschen noch. Vor allem, wir haben einfach noch so viele von den Babys übrig. Erstmal einen Schluck Kaffee. Moment. Ach so. Damit noch mal ein bisschen Leben in unseren Clan reinkommt. Wir hatten 2, 3 Leute, die aus privaten bzw. beruflichen Gründen nicht mehr weiterspielen. Warte, ich gebe jetzt mal eben auf. Wir können mal eben drauf gucken bei uns. Nochmal Vermelho, bitte nochmal. So, was haben wir denn? Wir haben aktuell 37 Leute, das bedeutet 13 sind das Maximum. Vielleicht könnte ich noch, Fredonaut könnte ich vielleicht rauskicken oder so, dann hätten wir 36 aktuell. Und ja, das wäre noch sowas. Ich habe aber jetzt noch eine Idee, Moment, wir werden jetzt mal eben... Einen werden wir jeweils raustauschen, so. Und werden das jetzt mal anders machen. 1, 2, 3, 4, 5. Nehm noch einen davon mit. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich weiß es nicht. Angreifen. Ich würde nämlich ganz gerne die Luftfallen da außen mal noch wegholen. Hatte der keine Luftfalle da? Okay, scheiße. Da habe ich mich jetzt ein bisschen verspekuliert. Da haben wir uns ein bisschen verspekuliert. Der König und die Königin, die müssen natürlich ein bisschen weiter hinten kommen. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir es hin oder vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. So ein bisschen Backup noch. Ja, der ist jetzt gleich kaputt geworden. Wir werden es sehen. Ja, wenn die da außen das schon mal wegholen.
Das ist schon mal nicht schlecht. Darf nicht vergessen, den König zu zünden. Okay, Moment. Clanburg des Gegners. König Zündikus. Geht das diesmal langsamer down als eben? Es kommt mir das nur so vor. Ach, ich habe den vergessen. Oh nein, ich habe den vergessen da außen. Oh, ich trottel. Ich trottel, habe tatsächlich den Minenwerfer vergessen. Das könnte uns jetzt zum Verhängnis werden. Ah nein, die Königin läuft falsch. Okay, wenn die Königin da außen was wegrödelt. Wo gehen wir denn vor gleich? Ich weiß es nicht. Oh, da hätte ich auch einen wegholen können. Ja, im Nachhinein betrachtet wäre es echt schlauer gewesen. Ich hätte die beiden da... Oh nein, wir kriegen die Luftabwehr noch. Ja, die kriegen wir noch. Ja. Da haben wir trotzdem noch was geholt. Allerdings lebt die da noch. Ja. Von wo gehen wir jetzt vor? Ich würde trotzdem sagen, wir probieren es jetzt einfach mal von unten trotzdem. Ja, oder von der Seite. Nein, komm. Da hat er zwar einige Bömskes gehabt, aber wir kriegen das vielleicht trotzdem hin. So, eins. Zwei. Oh. Komm. So. Na, ich habe nicht ansatzweise alle gezündet, die ich zünden wollte. Ich habe die Zauber komplett verbockt. Ich habe die Zauber auch einfach mal gerade komplett verbockt. Schade. Es hätte besser laufen können. Aber wie gesagt, sind auch gerade nur Testeingriffe. Ich wollte einfach nur ein bisschen was Schönes zeigen in der Folge. Und ja, wie gesagt, ich kann es noch ein drittes Mal zusammenfassen. Wir suchen freundliche Member mit ein bisschen Kriegserfahrung vielleicht, die Spaß am Spiel haben, die nett sind, die freundlich sind, die sich benehmen können und die Spaß haben, mit uns zusammen ein paar Clankriege zu machen. Das wäre doch ganz cool, wenn das funktionieren würde. Da würde ich mich doch freuen. Wenn das klappen würde, das wäre auf jeden Fall cool. Und ich hätte das Rathaus sogar noch fast bekommen. Denn der Warden lebt ja eigentlich noch. Ach, schade. Ich probiere es, glaube ich, gleich offscreen nochmal gegen den Vermelo. Das interessiert mich jetzt nochmal. Bisschen mehr Zeit hätte ich noch gebraucht. Ein bisschen mehr Zeit. Allerdings, Blitz hätte, glaube ich, auch nicht funktioniert. Ah, schade. 18 Sekunden. Ich lasse es mal noch laufen. Dann kann ich noch ein bisschen was erzählen. Kann die Hashtags nochmal wiederholen. Hashtag für Membersuche 1. RQC09RJ. Unbedingt an den Hashtags orientieren. 21 Uhr wird der Clan geöffnet. Hashtag von dem zweiten. JLJ9QUC. Und wir haben Platz für 94 Leute in den beiden Clans. 47 mal 2. Machen den Clankrieg. Ich bin sehr gespannt. Rathaus egal. Geistige Reife. Freundlichkeit erwünscht. Und ja, damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, Clash of Clans, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.